Moin moin liebe Coonies, ich bin der Pat von Radio Raccoon und heute verrate ich euch meine Top 5 Resident Evil Games. Radio Raccoon. Ja, der Fiorell hat ja schon fleißig vorgelegt, da müssen der Chris und ich natürlich nachziehen und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife verrate ich euch jetzt meinen Platz Nummer 5. Resident Evil 2 hat so viele ikonische Momente, Figuren, Dialoge und Gegnertypen geschaffen, dass es für viele Fans der Reihe die absolute Speerspitze bildet. Die Hintergründe waren um einiges detailreicher als im Original, die Charaktermodelle sahen besser aus, die Cutscenes waren damals ein echter Augenschmaus und es gab 2 bzw. sogar 4 verschiedene Szenarien. Leon, der wohl den bescheidensten ersten Arbeitstag aller Zeiten hat, und Claire, die auf der verzweifelten Suche nach ihrem Bruder ist, zählen auch heute noch zu 2 der beliebtesten Protagonisten der Reihe. Mr. X und William Birkin waren damals unfassbar brachiale und angsteinflößende Bosse. Die Licker zählen wahrscheinlich zu den berühmtesten Monstern der Videospielgeschichte und der Soundtrack beschert mir noch heute eine Gänsehaut. Resident Evil 2 ist die logische Konsequenz des ersten Teils und legt in allen Belangen eine Schippe drauf. Auch das 2er Remake ist geil, keine Frage. Vermutlich ist es sogar eines der besten Survival-Horror-Games der jüngeren Vergangenheit, denn es sieht gut aus, spielt sich gut und ist fantastisch inszeniert. Aber die Magie des originalen zweiten Teils und die Nostalgie, die damit einhergeht, kann man nicht so leicht reproduzieren und darum ist auf meinem persönlichen Platz 5 Resident Evil 2 von 1998. Ich fand das originale Resident Evil 4 zum Release super interessant und als ich es das erste Mal in die Finger bekam, habe ich es auch richtig abgefeiert, zumindest bis zu einem bestimmten Punkt, denn alles, was im Dorf passiert, ist vom Look und vom Feeling super geil und hat mich auch gehuckt, aber ab dem Schloss hat es meiner Meinung nach deutlich an Qualität verloren. Das ist im Remake ganz anders. Das Remake ist von vorne bis hinten ein kleines Wunder, vor allem wenn man das runtergedampfte Resident Evil 3 Remake betrachtet. Wir haben alle wichtigen Bereiche, also sprich das Dorf, das Schloss, die Insel und das Game hat eine ordentliche Länge und die kurzen Passagen, die aus dem Original fehlen, haben sie zu einem großen Teil in dem DLC wieder aufgegriffen. Wie ich schon in meiner Review zum Resident Evil 4 Remake gesagt habe, es gibt ganz im Gegensatz zum Original keine Passage, die mich beim erneuten Durchspielen abnervt. Ja, insgesamt bewegt sich Teil 4 schon deutlich mehr im actionreicheren Gefilden der Reihe, aber mit dem 4er Remake hat Capcom einfach ein Game geschaffen, das einfach nur Bock zu zocken macht. Das Gameplay ist ultra smooth, es gibt schaurige Momente und der Separate Ways DLC ist der Hammer. Den habe ich mittlerweile übrigens öfter durchgeballert als das Hauptspiel und heilige Macaroni, ich kann es kaum erwarten, das Game erneut in VR zu zocken. Resident Evil 3. Ich verbinde einfach so viele schöne, warme Erinnerungen mit diesem Game. Jeder, wirklich jeder in der Klasse hat das Game damals gespielt und haben die Eltern einmal rausgeschmissen, weil man an die frische Luft sollte, hat man Resident Evil einfach mit seinen Kumpels und mit Spielzeugpistolen nachgespielt. Es war einfach so herrlich, wenn man zusammenhockte und jeder über das Spiel erzählte und jeder dabei über eine andere Erfahrung berichtete. Man hat sich ausgetauscht, sich Tipps gegeben und diskutiert. Resident Evil 3 hat alle Tugenden der ersten beiden originalen Games zusammengemixt und eine Fortsetzung geschaffen, die eine großartige Survival-Horror-Erfahrung bietet. Klar, es ist etwas kürzer als seine Vorgänger und böse Zungen würden sagen, dass es insgesamt eher wie eine Resident Evil 2 Add-on wirkt, aber damals habe ich das überhaupt nicht so wahrgenommen. Wir erkunden eine komplette Stadt, die in Trümmern liegt. Nemesis als Stalker ist zu so etwas wie dem Aushängeschild der Reihe avanciert und die Randomized Events sorgen für maximalen Replay-Value. Auch wenn wir mittlerweile ein Remake zum dritten Teil bekommen haben, würde ich das Original jederzeit vorziehen. Das Resident Evil 1 Remake ist einfach Resi in Reinform. Erkunden, Backtracking, Rätsel, Action und Grusel. Das Original von 1996 war schon der Hammer, aber das Remake wirkte wie eine Definitive Edition des Ganzen. Es war hübscher, düsterer, atmosphärischer und vor allem größer. In einigen Remakes wird Content gestrichen, hier wurde eine dicke Packung oben drauf gelegt. Die neuen Bereiche, Charaktere und Storystränge wirken nicht nachträglich hinzugedichtet, sondern ergänzen das Abenteuer im Spencer Mansion glaubhaft und sinnvoll. Die hervorragende Optik, geschaffen aus detaillierten Charaktermodellen und vorgerenderten Hintergründen, die durch verschiedene Layer und Effekten an Dynamik dazu gewinnen, machen das Game einfach zeitlos. Auch heute kann man die HD-Version easy anschmeißen, ohne das Gefühl zu haben, eine über 20 Jahre alte Gurke zu daddeln. Resident Evil 1 Remake vereint alle Tugenden, die ein gutes Resident Evil Game ausmachen und darum ist es für mich auf meinem persönlichen Platz 2. Und auf meinem Platz 1 befindet sich Resident Evil 6. Nee, kleiner Scherz.
Ich weiß, es ist nicht unbedingt die populärste Entscheidung, aber auf meinem persönlichen Platz 1 steht ganz eindeutig Resident Evil 7 Biohazard. Und das sogar aus zweierlei Gründen. Zunächst einmal hat Capcom mit dem 7. Ableger der Hauptreihe den Karren wieder aus dem Dreck gezogen. Seit dem ersten Moment, an dem ich Resident Evil 1 als kleiner Knirps gesehen habe, war ich am Resi-Franchise interessiert. Besonders Teil 1 bis 3 und teilweise auch Teil 4 haben sich damals ganz tief in meine zarte Kinderseele gebrannt. Nach dem deutlich actionreicheren 5. Teil und 6. Teil hat das Interesse aber stark nachgelassen. Teil 5 war noch ein spaßiger Koop-Shooter, aber spätestens mit Teil 6 war der Lack meiner Meinung nach ab. Teil 7 war dann eher ein Spontankauf, als es rauskam, und ich habe es mit einem guten Kumpel das allererste Mal in VR gezockt. Ich wusste gar nicht so genau, was mich erwartet, und genau deswegen hat es mich auch so eiskalt erwischt. All die alten Mechaniken, die die Originaltrilogie so großartig gemacht haben, waren wieder da. Ja, es gibt keine Zombies mehr, aber das Resi-Universum war nie nur ein Universum, in dem es um Zombies geht. Zombies waren halt einer der ersten bioorganischen Waffen, die in der Reihe aufgetaucht sind, und deswegen verbindet man das Franchise wahrscheinlich heute noch zum größten Teil mit Zombies. Aber im Grunde genommen können im Resi-Kosmos alle möglichen Monster und Kreaturen auftauchen. Mich hat Resi 7 einfach vollgepackt und in den Bann gezogen, und es hat dafür gesorgt, dass ich wieder eine Leidenschaft für Resident Evil entwickelt habe. Ohne Teil 7 und die damit einhergehende Rückkehr zu den Survival-Horror-Wurzeln wäre mein Interesse an der Reihe wohl irgendwann in der Belanglosigkeit versackt. Man könnte also sagen, wenn es Resident Evil 7 nicht geben würde, würde es vielleicht auch kein Radio Raccoon geben. Und alleine darum hat es einen großen, großen Platz in meinem Herzen. Das war meine Top 5 Resident Evil Games. Wie schaut eure Top 5 aus? Schreibt es mir gerne da unten in die Kommentare. Wenn ihr noch mehr Resident Evil Content möchtet, abonniert gerne den Kanal. Und schaut doch auch mal auf Twitch vorbei, wenn wir live gehen. Oder hört mal in unserem Podcast rein. Ich verlinke euch alles da unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl. Cheerio.